Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich bin runtergegangen in Silber 3 und das bedeutet, oder das hat nichts anderes zu bedeuten als eine Truppe gegen eine Base. Habe ich überhaupt noch einen Trank? Ja, wir haben noch einen Trainingstrank. Eine Truppe gegen eine Base. Mami, das machen wir jetzt einmal so. Oh, wir gucken mal. 4,6 Millionen Gold. Der Mauer-Countdown müsste laufen. Ansonsten, ja, sind wir ready to go. Ich habe eben schon ein paar sehr interessante Bases gefunden. Hoffentlich finden wir was Gescheites. Ja gut, so war es natürlich nicht. Nur beide benutze ich zum Droppen. Okay, würde ich sagen, wir machen einen Cut. Das ist, glaube ich, bei diesem Format ist das, glaube ich, absolut notwendig, bevor ich dann jetzt wieder rumrede. Wir brauchen unbedingt einen passenden Gegner für unsere Armee. Also, kurzer Cut und bis gleich. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnten wir hier tatsächlich schaffen. Wir nehmen eine Truppe, wir nehmen nämlich den Elektrodrachen, nehmen aber noch Zauber mit und zwar eigentlich ja nur den, eigentlich nur Freeze und Wut, weil ich den Fledermauszauber nicht nehmen werde. Und dann werden wir mal sehen, was denn hier passiert. So, jetzt werden wir natürlich die Luftabwehr mal eben freezeln. Damit die uns... Nein, jetzt geht er auf den König drauf. Ach, du Vollidiot. Du Vollidiot. Komm, 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 komm. Geh auf die Luftabwehr. Geh auf die Luftabwehr. Schafft er nicht. 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 Da ist ja gar nicht mehr so viel eigentlich. Da ist gar nicht so viel da an Verteidigung, aber er schafft es trotzdem nicht. Er schafft es trotzdem nicht. Lol, was ein Reinfall. Was ein Reinfall. Was ein Reinfall. Okay, jetzt nehme ich natürlich trotzdem eben das Gold mit. Wäre ja schade, wenn ich das jetzt nicht tun würde. So, mal eben das Gold und ein bisschen Elixier mitnehmen. Okay, wir müssen das gleich, glaube ich, ein bisschen umstrukturieren. Also irgendwie so ganz zufriedenstellend läuft das Ganze jetzt hier nicht. Muss ich gestehen. Und bevor meine Helden jetzt gleich den Geist aufgeben... Ja, komm. Wobei, das nehme ich mit. Komm, das nehmen wir noch mit. Ach Mann, das ist doch ärgerlich, ey. Ich dachte, das würde so easy funktionieren. Jetzt funktioniert das einfach mal gar nicht. Dass sie hier gar nichts gescheit mitnehmen, irgendwie, keine Ahnung. Das ist nicht zufriedenstellend. Aber wir machen gleich ein Mauerstück. Wir machen erstmal ein Mauerstück und dann ist meine Laune, glaube ich, auch wieder ein bisschen okay. Aber nicht, bitte nicht das Rathaus. No, 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 nicht das Rathaus, no, no. So, Tanks Boden. Truppen bilde ich jetzt einfach mal wieder irgendwas aus. Zack, 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 zack. Alles mal bunt gemischt. Jo, zack, zack. Und da vorne auch noch was von... Alles bunt gemischt durcheinander. Und da müsste das jetzt doch eigentlich mal kommen. Ey, gib mir eine Base, die ich einfach mit einer Truppe zerlegen kann. Ich bin extra in Bronze 1. Das kann doch nicht so schwierig, sein. Eine Truppe gegen eine Base. Ja, die Helden kann ich jetzt vergessen. Die sind Matsche gerade, glaube ich. Oh, diese Gegnersuche. Ja, genau. Ich habe super... Leute, den habe ich eben schon mal gehabt. Den Typen hatte ich eben schon mal. Da war er noch in Bronze. Ja, geil. Läuft auf jeden Fall. Deswegen... Noch einmal ein weiterer Cut. Und dann bis gleich. Okay. Kann ich den jetzt hier bitte mitnehmen? Kann das bitte funktionieren? Die Frage ist wie. Also, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, hat er eine Kanone. Ansonsten hat er, okay, da hat er noch einen König. Also er hat eine Kanone, einen König. Da unten ist der Warden. Deswegen lassen wir ihn jetzt mal da reinlaufen. Also sie, lassen wir jetzt reinlaufen und unsere Päcker. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt mal einmal funktioniert oder nicht. Einmal, komm. Wobei, wir nehmen einen Zauber mit zur Unterstützung. Zwei Zauber nehmen wir mit zur Unterstützung. So, da oben hin. Damit er nicht so ganz so lange, damit die Päcker nicht ganz so lange braucht. So. Die kümmern sich jetzt zumindest schon mal um die Mitte. Und unten ist jetzt, lol, wie langsam. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Die Frage ist jetzt, okay, Päcker entscheidet sich jetzt für die Richtung. Wir haben eigentlich Glück, dass die Zauber... Okay, wir könnten die Folge eigentlich auch nennen, ein Zauber gegen eine Base. Das wäre, glaube ich, in diesem Fall wäre das viel besser gewesen. Guckt mal, wie schnell die Zauber sind. Und der hat ja tatsächlich sonst gar nichts. Der hat ja keinen Tesla. Ich dachte normalerweise, der würde sich jetzt noch irgendwo einen Tesla verstecken. Na, guck mal, wie viele Bäume der hat. Also, der hat mal ordentlich Weihnachtsbäume gehortet. Zumindest sind jetzt gleich schon einmal die Fledermäuse auf der rechten Seite weg. Dann können wir schon mal ein bisschen weitermachen. Und Pekka, komm, kriegst du einen Wutzauber, damit du ein bisschen schneller bist. Komm, lauf, 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 lauf. Okay, jetzt Pekka. Pekka gegen Queen. Pekka gegen Queen. Und Frau in Duell. Und die Pekka gewinnt. In der Mitte sind sie schon unterwegs. Sieht irgendwie aus wie so ein Mückenschwarm. Oh, schnell. Da läuft sie durch und ist ganz schnell unterwegs. Ey, das ist natürlich geil, wie leicht sie die Mauern jetzt im Endeffekt... Ja, wobei leicht nicht. Ein paar Schläge braucht sie schon für die Mauern. Aber trotzdem... So, jetzt ist nur der König da. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich nochmal so eine richtige... Also schon im Endeffekt ist es eine richtige WTF-Base, aber so eine richtige...
ja, ich sag mal, gerusht. Also, guck dir das mal an. Ich will unbedingt gleich sehen, was er für Truppen hat. Das hier ist hundertprozentig ein waschechter CW-Account, denn sonst macht man die Mauer nicht so hoch. Also das ist ein waschechter CW-Account. Weil, liebe Mann, da werden wir gleich mal drauf gucken. Und wenn du übrigens noch kein Mitglied bist und noch bei der CWL im Mami-Clan mitmachen willst, noch ist die Chance, morgen starte ich dort die CWL. Also, wenn du noch mitmachen willst, guck mal ins, dann guck, wenn du dann mitgeht und guck ins Community-Tab. Dort findest du alle Informationen. Und jetzt gucken wir mal, was noch die Pekka noch macht. Komm! Neuer Tirat. Hä? Hä? Lol. Die hat dreimal geschlagen und es ist nichts passiert. Sie hat dreimal auf die Mauer geschlagen und es ist nichts passiert. Und jetzt hat sie erst die Mauer kaputt. Lol, was war das denn? Die hat, guck mal, die hat da drauf geschlagen und es ist absolut gar nichts, aber wirklich gar nichts passiert. 31 Sekunden, das wird jetzt auch ein bisschen knapp. Wenn die Mäuschen noch ein bisschen mithelfen, dann könnte es noch was werden mit den drei Sternen, aber alleine hätte die Pekka das in diesem Fall niemals hinbekommen, weil das einfach viel zu viele Gebäude waren. Komm, hilf mit. 16 Sekunden. Aber dass sie da einfach... Was war das denn für ein Bug? Haut da dreimal drauf und es passiert einfach mal gar nichts. Stell dir mal vor, das wäre MCW gewesen und deswegen kriegst du den zweiten Stern oder so nicht, weil die Pekka es nicht hinbekommt. 51 Pokal, okay. Weil die Pekka es nicht hinbekommt, da drauf zu dreschen. Hallo, Zauber. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar andere Zauber nehmen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall noch einen Klon mit. Und dafür werde ich noch ein bisschen was opfern dafür. Und noch einen davon. Und das werden wir jetzt direkt fertig machen. So. Trübskis. Ein bunter Haufen von Truppen werden hinterher geschickt. Nein. So, das passt. Habe ich sonst noch Platz? Nein. Alles klar. 3, 2, 1, weiter geht's. Das war echt komisch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wobei, wir posten das mal in die Gruppe rein. Lass mal eben gucken. Circa bei 45 Sekunden Rest ein Bug. So. Mal gucken, ob meine Leute das mitkriegen oder nicht. Und ob wir jetzt einen Gegner finden werden. Ob unsere... Was nehmen wir jetzt für eine Truppe? Das werde ich ja dann entscheiden, je nachdem, was wir für eine Base haben. Vielleicht ein Baby Dragon oder auch vielleicht... Ah, wobei, ich könnte den Baby Dragon ja klonen. Nein. Teilweise hast du es ja echt hier so in diesen Regionen, dass du da wirklich sehr gute Bases hast. Ja, war das nicht die gleiche? Ich kann mir diese chinesischen Zeichen nicht merken. Killer, den kann ich mir merken. Also teilweise hast du echt ziemlich gute Bases hier unten, teilweise hast du auch wirklich totalen Rotz. Also das hier zum Beispiel ist ja keine gute Base. Allerdings kann ich sie ja niemals mit einer einzigen Truppe kaputt machen. Außer vielleicht, ich würde einen meiner Helden nehmen, zum Beispiel den König oder so, wenn es wirklich eine Base ist. Muss das sein? Muss das sein? Kurzer Cut, bis gleich. Okay, es hat so lange gedauert. Ey, das ist unglaublich. Es geht schon 20 Minuten die Aufnahme und... Also für mich jetzt, wenn ich schneide ja was raus. Und ich habe keinen Gegner gefunden einfach. Und jetzt hier haben wir endlich mal einen Gegner, den wir mitnehmen können. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, wir werden einen Baby Dragon nehmen. Wobei, nee, wir nehmen normalen Drachen. Oder? Baby Dragon. Oh, da kommen zwei Stück raus. Und das sollte funktionieren. Alter, das ist doch unglaublich. Nicht ein bisschen, was ich an Bases gefunden habe. Ich habe immer gedroppt. Und dann habe ich immer 12er gefunden mit guten Bases. 11er gefunden mit guten Bases. Nein, ein Tesla. Okay. No. Komm, flieg doch da rein. Flieg in den Klon. Habe ich den Klon gerade versetzt? Habe ich gerade die Klone geklont? Ach, Leute. Nein, jetzt habe ich auch noch deinen Fehler gemacht. Ist egal. Zählt das jetzt überhaupt noch als eine Truppe gegen eine Base, wenn ich klone? Zählt das überhaupt noch? Ist mir jetzt aber egal. Ich habe so lange jetzt gewartet, bis ich, bis ich jetzt hier mal in die Pötte komme und mal überhaupt was habe. Das ist doch zum Kotzen, ey. Nichts. Aber wirklich gar nicht. Oh, jetzt sind sie am Ende. Die zweiten Klöns. Also müsste jetzt mal reichen. Zumindest müsste jetzt halbwegs was kaputt gehen. The Seven Level 10 Clan. Aber er ist inaktiv, der Kollege. Viermal die Bauhütte in Rot. Mann, du. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt hier unten bin. Ob ich jetzt hier bleibe. Also ich werde wahrscheinlich, noch viel weiter runtergehen. So auf circa 300 Pokale. Und werde dann offline gehen und werde mal gucken,
wie viel denn so in einem Tag zusammenkommt an Pokalen. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kommen wir sogar wieder auf 2000 oder auf 2500. Das wäre natürlich ziemlich cool. Das werden wir dann mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Vielleicht stelle ich auch ein Lager raus. Ein bisschen dunkles rausstellen oder so. Ich habe allerdings gerade nicht so viel. Mach hinne, Baby. Mach hinne. Bring uns den Sieg. Was haben wir sonst noch? Ein Bombenturm ist noch da. Ein X-Bogen ist noch da. Allerdings auch nicht der Rede wert. Deswegen kommen wir helfen mal ein bisschen. Wir helfen ein bisschen aus. Er hätte es ja rein theoretisch geschafft. Der kleine Babydrache. Wir haben uns nur ein bisschen nachgeholfen. Weil jetzt noch so viele Gebäude übrig sind. Und weil ich den Klon so ein bisschen blöd gesetzt hatte eben. Jo. Auch bitte um alles kümmern. Sehr schön. So, zack, zack, zack. Da noch drauf. Und dann müsste das eigentlich funktionuckeln. Jo, jo. Wir haben zumindest keine Helden gesetzt. Vielleicht kriege ich es noch hin, dass ich eine Base finde, wo wir mal den König setzen können oder so. Dass wir da ein bisschen schneller sind. Jetzt wieder ist das Baby wieder etwas schwächer, weil ja die Fledermäuse auch eine Lufttruppe sind. Und deswegen kann das Baby seine Fähigkeit leider nicht ausspielen in diesem Fall. Aber ist auch egal. So. Gab sogar noch ein bisschen Loot dabei. Also ich habe natürlich ziemlich viel Loot ausgegeben, eben für die Belagerungsmaschinen. Habe ich einiges an Gold ausgegeben und ein bisschen natürlich auch für die Gegnersuche. Aber zusammen mit dem, was ich in der Schatzkammer habe, müssten wir es hinbekommen, ein Mauerstück zu machen. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, Anfragen, das ist mir egal, was ich bekomme. Schatzkammer habe ich 340.000 drin. Der Magierturm ist jetzt komplett eingemauert. Und es sind noch 39. Jetzt sind es allerdings nur noch 38. Noch 38. Das bedeutet, ups. Ich will hier raus. Ich will hier raus. 12 Stück können wir noch machen. Kriegen wir denn jetzt zum Schluss noch eine Base hin? Also kriegen wir noch eine Base, wo wir auch mal die Helden mal losschicken können oder nicht? Es ist einfach eine absolute Wundertüte hier unten. Kann sein, dass ich jetzt einen finde, der total gerusht ist. Es kann sein, dass der Typ einfach gar keine Gebäude hat. Oder es kann sein, dass es eine super Base ist. Ja, zum Beispiel das hier. Und ich habe jetzt das Gefühl, der König will sich einmal noch austoben. Ob er das schafft, das weiß ich natürlich nicht. Aber er will zumindest. Das hat er mir gerade gesagt. Der König will sich jetzt einmal noch mal so richtig austoben hier. Das ist ja auch okay. Jetzt habe ich nur leider keine Zauber mehr. Nein, ich habe was da drin. Hätte ich da nichts drin gehabt, im Mauervernichter, dann hätte ich ihn gesetzt. Denn dann wäre es ja immer noch eine Truppe gewesen, denn der Mauervernichter ist ja keine Truppe, sondern eine Maschine, die Zauber, okay. Wenn man das ganz eng sieht, dann war es eben ja auch nicht gecheatet, weil ich ja gesagt habe, eine Truppe gegen eine Base und es war ja immerhin ein Zauber, den wir gesetzt haben, um ein bisschen zum einen den Päcker, also der Päcker und zum anderen den Baby Dragon unter die Arme zu greifen. Und er hat mir gesagt, der König, er hat noch Lust, hier ein bisschen was zu reißen. Also er wird keine 100% holen, dann, das ist glaube ich klar. Ich drücke schon mal durch die Taste da unten, also mal gucken. Allerdings vorbei. Er müsste das noch kaputt kriegen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist der gegnerische König. Und natürlich die Magiertürme, vor allem die Magiertürme hinter dieser Level 1 Mauer. Alter, das ist ein Biest. Das ist ein Biest. Und hier natürlich, ne? Eieiei, hinter der Level 2 Mauer, das ist auch ein Biest. Das ist auch ein richtiges Biest, was sich da versteckt hat. Nein, 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 König. No. Bleib dahinter. Lass mein König in Ruhe. Moment. Zack, jetzt. Machen wir mal eben kurz einen Prozess mit dem König. Bitte ganz schnell den Minenwerfer. Perfekt. Oh, guck mal da. Hallo, was ist gerade mit mir passiert? Ich bin ja mit volle Sterne um den Kopf. Oh, ich hab Kopfschmerzen. So, da oben noch was. Wird er tatsächlich 100% hinkriegen? Das wäre natürlich geil. Vielleicht durch die Barbaren, ne? Die Barbaren sind eh die geilste Truppe mit ihren Mützen. Sieht ja schon fast aus wie eine Mütze. Das ist schon gar kein Helm mehr. Das ist ja einfach eine Mütze. Nein, nicht schießen. Das ist meine Barbarenruhe. Perfekt. Da sind ja auch noch welche unterwegs. Die haben sich schon so ein bisschen um den Tesla gekümmert. Ja. Nein, warum läufst du denn jetzt dahin? Warum läuft denn der jetzt dahin? Ich dachte, der wird nach unten laufen. Okay, dann kriege ich zumindest noch die Pokale. Geil, das, was ich einfach jetzt gar nicht brauche, die Pokale, die kriege ich jetzt zumindest noch. Ja, okay, die Barbaren werden jetzt ordentlich fressen. Aber wir haben ja noch den König da. Komm. Ein paar Barbaren sind auch noch da, aber jetzt sind sie... Oh, ein paar haben tatsächlich noch überlebt. Ein paar Barbaren haben noch überlebt. Die Frage ist, wie viel noch holen? Es ist schon mehr, als ich erwartet hatte. Die Frage ist, okay, er läuft außen rum. Ich dachte, der König wäre jetzt echt so blöd gewesen und läuft jetzt auch dann nochmal voll in die Mauer rein. Hat er zum Glück nicht gemacht. König, lauf ein bisschen besser, wieso da doch hin? Ja, ich denke mal, wir werden noch so 93% kriegen. Ungefähr, oder? 93? Ich sage 95.
Ich sage, er holt sich jetzt gleich noch... Okay, 96 sind's. Er holt sich jetzt noch den Minenwerfer. Oh, doch, 95. Oh, Moment. Komm. 97. Zwei Sachen fehlen. Aber immerhin, das war die beste Leistung, die wir heute gesehen haben in dieser Episode. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich werde mal eben meine Zauber noch ausbauen. Zack, zack. Die Standardzauber jetzt wieder. Und dann werde ich mal sehen, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen runtergehe mit den Pokalen. Und Matthias wollte heute streamen gegen Abend, so gegen 5, 6 Uhr. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es Dorfbesuche, da könnt ihr euch dann aber im Live-Chat bewerben für die Dorfbesuche. Bitte nicht unter diesem Video. Und dann bis später. Ich werde mir jetzt mal eben noch ein Schild kaufen, beziehungsweise einen Schutz. Bis später, macht's gut. Tschüss.